Also, wir werden über die 12 Hirnnervenkerne sprechen, die Kerne von den 12 Hirnnerven, ausgenommen natürlich von Nervus opticus und Nervus olfactorius, die keine echte Hirnnerve sind. Und Nervus vestibulocochlearis werde ich nur sehr kurz erwähnen. Das hat normale Hirnnervenkerne, normale Kerne, aber detailliert werden wir das machen, wenn wir die Hörbahn und das vestibuläre System besprechen. Also, diese Tabelle zeige ich zuerst. Das ist, was Sie sehr gut lernen müssen. Und das ist eigentlich die einzige Tabelle und die einzige Folie, die man hier lernen muss. Wenn Sie das wissen, dann wissen Sie alles, was wir brauchen. Und das enthält drei Themen eigentlich für die Prüfung. Und ich habe das auch mit weißem Hintergrund gemacht. Das werden wir jetzt detailliert besprechen. Sie finden sehr viele verschiedene variable Tabellen und Zusammenfassungen und Bilder über die Hirnnervenkerne. Ich muss Ihnen sagen, dass es Themen gibt, die man immer wieder jedes Jahr lernen muss, am Anfang, wenn man zum Beispiel beginnt zu unterrichten. Und es gibt Themen, die man einmal gelernt hat und dann nie vergisst. Diese Tabelle, so habe ich die Hirnnervenkerne mit dieser Tabelle gelernt, damals, vor vielen Jahren, und ich habe das nie mehr vergessen. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das ist vielleicht zu vereinfacht, aber sehr, sehr hilfreich. Also die Studenten haben häufig Angst am Anfang vor den Hirnnerven und können sich nicht vorstellen, dass sie das lernen können. Aber mit dieser Tabelle können Sie ruhig sein, dass Sie das sehr gut lernen können. Und das muss man in jede Richtung lernen. Also auch beim Leichengang, ich werde dann am Ende Beispiele zeigen. Zum Beispiel beim Leichengang fragt man Nervus oculomotorius, was ist das Nervus oculomotorius, zwischen welchen Arterien liegt das? Dann listen Sie die auf. Was für Kerne kennen Sie? Dann listen Sie die zwei Kerne auf und dann die Funktionen und so weiter. Okay? Also, wie werden diese Hirnnervenkerne gebildet und entwickelt während der Entwicklung? Zuerst müssen wir immer wieder zu diesem sehr, sehr, sehr einfachen System zurückkehren, dass wir funktionell drei Hauptfunktionen haben: motorische, sensible und autonomische oder vegetative Funktionen. Das habe ich schon mit den Bahnen aufgezeigt, als wir die Bahnen gelernt haben. Also die funktionelle Einteilung der peripheren Nerven. Natürlich ist das System und dieses Prinzip die gleiche im Hirnstamm auch, wo wir die Hirnnerven haben. Also motorische Nerven ziehen von Rückenmark oder im Hirnstamm vom Kern direkt zur Peripherie. Im Hirnstamm mit den Hirnnerven natürlich Kopfmuskulatur wird innerviert. Sensible Nerven sitzen immer, immer in der Peripherie und sind immer pseudounipolar. Also im Hirnstamm ist diese Regel auch so. Wir haben jetzt eine Ausnahme, das werde ich erklären. Und autonomische oder vegetative Nerven bestehen immer aus zwei Neuronen. Präganglionäre Nerv kommt vom Zentrum, in diesem Fall jetzt vom Hirnstamm, und zieht zu einem Ganglion, wo wir die Umschaltung haben und dann die postganglionären Phasen ziehen zur Peripherie und in den glatten Muskel und Drüsen. Dieses Prinzip haben wir auch im Hirnstamm genau so und ein bisschen mehr detailliert. Also, wir haben die motorischen Nerven vom Rückenmark im Vorderhorn sitzen und vom Vorderhorn ziehen die Nerven direkt zu den Muskeln. Und im Hirnstamm sitzen die Neuronen auch in den motorischen Kernen und von dort ziehen die
Hirnnerven zu den Kopfmuskeln. Wenn wir motorisch sagen, so einfach motorisch, dann meinen wir immer somatomotorisch, also motorische Nerven, die Skelettmuskeln innervieren. Hier werden Sie ein bisschen vielleicht am Ende eine Konfusion mit den Namen haben, weil leider viele Bücher benutzen verschiedene Namen für die gleichen Kerne. Also diese sind alle Synonymen. SM werden wir das auch sehen. Allgemeine somatomotorische Nerven kann man auch sagen. Allgemein. Und das bedeutet immer Skelettmuskelinnervation. Und Sie werden sehen sofort, warum, was ich meine mit dieser Konfusion. Also sensible Nerven, hier habe ich den Hirnstamm dazu gemalt, also zu den sensiblen Ganglien in der Peripherie, Spinalganglien. Hier haben wir auch sensible Ganglien. Das größte solche Ganglion, das kennen Sie schon sehr gut, ist Ganglion trigeminale, als Nervus trigeminus der größte sensible Nerv ist und hat ein riesengroßes Ganglion. Ganglion trigeminale auch mit peripheren und zentralen Fortsätzen. Hier, wenn Sie sensible Nerv sagen, meinen wir auch immer somatosensibel oder sind diese natürlich die Afferenzen, weil sie zum Zentrum ziehen, afferente Nerven oder kann man auch allgemeine somatosensible sagen. Aber natürlich haben wir sensible Innervation auch in den Eigeweiden. Diese heißen viszerosensible Nerven. Wir können allgemein oder speziell haben. Das werden Sie sofort sehen, was das genau bedeutet, spezielle viszerosensible Nerv. Und dann kommt die dritte Funktion, vegetative Nerven oder viszeromotorisch. Diese, wie schon gesagt, haben immer zwei Neurone, präganglionäre Fasern, Ganglion und dann postganglionäre Fasern. Sie haben das schon gelernt, letztes Semester haben wir das ganz detailliert mit dem Truncus sympathicus gelernt, dass das autonome Nervensystem zwei Teile hat, parasympathisch und sympathisch. Sympathische Nerven kommen nur vom Rückenmark aus, also nur thoracolumbar, TH1 bis L2, haben wir sympathische präganglionäre Phase. Diese umschalten in einem Ganglion und dann innervieren glatte Muskel und Drüsen. Das parasympathische Nervensystem hat zwei weitere Teile. Entweder kommen von Hirnnerven, mit Hirnnerven die Fasern aus, oder im Sakralrückenmark haben wir das sakrale parasympathische System. Hier oben, was wir jetzt detailliert machen, mit vier Hirnnerven, Oculomotorius, Facialis, Glossopharyngeus und Vagus, kommen die präganglionären Fasern raus aus dem Hirnstamm. Also im Hirnstamm erwarten wir eigentlich 1, 2, 3, 4 Kerne und das ist genau, was wir haben für die vier Hirnnerven, die parasympathische Fasern haben. Die anderen Nerven, Nervus trigeminus oder Nervus trochleris, diese haben keine parasympathische Fasern. Nur diese vier, Oculomotoris, Facialis, Glossopharyngeus, Vagus, haben präganglionäre parasympathische Fasern und ziehen auch zu einem Ganglion und dann ziehen die postganglionären Fasern zu Drüsen und glatten Muskeln. Also ein bisschen über die Entwicklung und das hat Dr. Kisch auch ganz detailliert erklärt, wie diese Hirnnervenkerne sich entwickeln und was passiert, wenn sogenannte der Canalis centralis sich öffnet und bildet den vierten Ventrikel, wie die Positionen von diesen Kernen ändert. Und hier habe ich diese Bilder nochmal als Erinnerung hier kopiert. Also hier haben wir die vier Säule, die vier verschiedene funktionelle Säule
im Rückenmark, die motorisch, hier somatomotorisch, viszeromotorisch, dann viszerosensibel und somatosensibel, hier hinten, sensible und motorische Zone. Und hier in der Mitte haben wir Canalis centralis. Und diese Bilder zeigen das wie ein Buch. So kann man sich vorstellen, wie ein Buch, wenn das sich öffnet, so öffnet sich der Canalis centralis und bildet den vierten Ventrikel. Und so quasi kann man sich vorstellen, das passiert nicht wirklich so, aber das hilft mit Verständnis. Quasi werden die Fortsetzungen der Rückenmarksäulen zur Seite gedrückt, quasi. Und so ändert sich die Position von diesen Fortsetzungen des Rückenmarksäulen. Also auch im Hirnstamm haben wir motorische Säule, nur nicht wie im Rückenmark eine ganze Säule und kontinuierlich, sondern in verschiedenen Gruppen von Neuronen, also Kerne, werden diese Neuronen gesammelt. Und so, die Farben sind die entsprechenden Säulen. Also ganz medial werden wir die motorischen Nerven haben und ganz lateral, blau, die sensiblen, weil sie so quasi zur Seite gedrückt sind, die Hörner oder die Fortsetzungen der Hörner. Natürlich haben wir andere Strukturen auch im Hirnstamm, zum Beispiel große Bahnen, andere Kerne, Nucleus gracilis und cuneatus, die wir schon gelernt haben. Diese ändern die Positionen der Kerne auch, aber diese Bilder zeigen, dass während der Entwicklung quasi, wie die Positionen sich ändern. Ich habe noch weitere Bilder gemacht. Sie können das zu Hause nochmal durchlesen. Ich werde das jetzt nicht erklären, weil das eigentlich das Gleiche zeigt. Okay? Wie diese verschiedenen Neuronen in Säulen gebildet oder gesammelt sind. So nicht kontinuierliche Säule, sondern Kernsäule. Aber trotzdem sind diese in einer Linie, wie die Fortsetzung des Cornu anterius. Und dieses Bild hier auf der rechten Seite zeigt, wie man sich die graue Substanz des Rückenmarks sich vorstellen kann, wie das weitergeht im Hirnstamm. Was mit grün gezeigt wird, das ist eigentlich die Fortsetzung des Rückenmarks. Und dieses Bild zeigt, was also die internationale Literatur benutzt immer diese Wörter, somatoefferent, spezielle viszeroefferent. Also das werde ich auch erklären, obwohl das viel, viel einfacher zu sagen ist, somatomotorisch oder einfach motorisch und vegetativ, aber diese sind immer, immer benutzt. Aber alles, eigentlich alles können Sie nicht vergessen, sondern nicht detailliert angucken, wenn Sie die Tabelle lernen. Alles, was ich sage, ist in dieser Tabelle zusammengefasst. Hier habe ich noch weitere Bilder gesammelt und habe ich auch eine sehr detaillierte Tabelle für Sie kopiert. Das können Sie zu Hause nochmal angucken. Eigentlich alle Nerven sind auch in eine theoretische Frage gefragt, zum Beispiel Vagus, Äste und Kerne und so weiter. Also die Kerne können in vielen, vielen Themen gefragt werden. Und hier auch diese Bilder nur helfen Ihnen am Ende, aber jetzt lernen wir das detailliert vom Anfang an. Also jetzt machen wir diese Tabelle. Wie soll man diese beginnen? Natürlich zeigt das eine Seite. Okay? Diese Seite ist jetzt die rechte Seite. Wenn wir zurückgehen, also hier in drei Dimensionen oder nicht in drei Dimensionen, sondern im Raum, sehen die Stufen so aus. Also Medulla, Pons und Mesenkephalon. Und das hier wird mit verschiedenen Farben gezeigt.
Diese sind die Hirnnervensäule, die Kernsäule, die wir jetzt lernen. Also die Tabelle jetzt zeigt von medial, deswegen habe ich das hier gemacht, von medial nach lateral. Auf der anderen Seite würde natürlich das Gleiche sein, nochmal. Also natürlich, das sind symmetrische Strukturen. Und so im Rückenmark haben wir die vier Hauptfunktionen. Vorne motorisch, somatomotorisch, viszeromotorisch und hinten sensibel, somatosensibel, viszerosensibel. Also das sind die vier Funktionen, die vier Säulen. Das habe ich auch hier gezeigt, ja, die vier mit den vier Farben. Im Hirnstamm kommen zwei spezielle Funktionen dazu. Deswegen haben wir sechs Zonen zusammen. Okay, nicht nur vier. 1, 2, 3, 4, wie im Rückenmark. Diese, deswegen ist das gekreuzt, diese existieren im Rückenmark nicht, diese sogenannte spezielle Funktionen. Ich werde das sofort erklären, was das bedeutet. Speziell, weil das nur im Hirnstamm ist. Im Rückenmark haben wir diese Funktionen nicht. Okay? Also speziell. Und ein bisschen mehr detailliert, also mit Rot. Immer wieder benutzen wir die gleichen Farben, so sie nicht vermischt werden. Also motorisch mit Rot, vegetativ mit Grün und die sensiblen mit Blau. Okay? Und diese Stufen sind die drei Etagen, also Medulla, Pons und Mesenkephalon. Also sehr einfach. Mehr detailliert eigentlich muss man nicht wissen, wo genau der Nucleus Nervi Hypoglossi ist. Das muss man nicht mehr detailliert wissen. Man muss natürlich, und das haben wir schon gemacht, wo der Nervus Hypoglossus den Hirnstamm verlässt. Aber genau wo, wie tief und so weiter, das muss man nicht wissen. Also wenn man nur lernt, dass Nervus Hypoglossus hat den Kern in der Medulla, das reicht. Also jetzt machen wir die motorischen zuerst, okay? Und das ist eine Frage in der Prüfung, also ein Thema. Motorische Kerne des Hirnstamms, sensible Kerne und vegetative. Also drei Fragen machen wir. Und natürlich für alle Hirnnervenfrage können Sie das auch benutzen und Leichengang. Also, jetzt beginnen wir. Immer wieder werde ich diese Tabelle zeigen. Also jetzt beginnen wir mit den motorischen Kernen. Hier sehen Sie zwei Säulen mit DM und VL gezeigt, DM dorsomedial und VL ventrolateral. Dorsomediale Kerngruppe, ventrolaterale Kerngruppe. Diese sind die Fortsetzungen des Cornu anterius des Rückenmarks, wo wir die motorischen Kerne haben, hier auch mit Rot gezeigt. Das ist hier ein Querschnitt von der Medulla, wo wir schon den Nucleus gracilis und cuneatus haben. Und das ist die Fortsetzung von Cornu anterius. Dorsomedial und ventrolaterale Kerngruppe. Okay? Aber beide sind motorisch. Warum ist dieser Unterschied? Hier die Buchstaben bedeuten somatomotorisch und das hier spezielle viszeromotorisch. Also, woher kommen die Muskeln am Gesicht? Die können zwei verschiedene Ursprünge haben und das haben sie eigentlich schon in Embryologie gelernt. Also das hat mit Embryologie zu tun, mit der Entwicklung. Wir haben einige Muskeln, die genau wie die Muskeln von Rumpf und Extremitäten sich von den Somiten entwickeln. Und am Kopf haben wir die sogenannten Somitomere. Das haben Sie schon in Embryo 1 eigentlich gelernt. Die Somitomere hier, die Fortsetzung von den Somiten oder die entsprechenden Strukturen. Diese sind Myotom-Derivate. Und am Kopf entwickeln sich von den Somitomeren die Augen- und Zungenmuskeln. Also diese sind auch Myotom-Derivate, Augen- und Zungenmuskeln. Und diese werden innerviert von den Hirnnerven
die in der Fortsetzung von Rückenmark-Cornu-Anterius liegen. Okay, also das ist sehr einfach. Hier gehen wir zurück. Diese vier Nerven innervieren Augen- und Zungenmuskel. Augen, die drei Augenmuskel, motorische Nerven, ja, Oculomotorius trochlearis, dann Abducens und dann Zunge. Also vier Hirnnervenkerne hier, okay? Augen und Zunge. So, erinnern Sie sich, Augen- und Zungenmuskeln haben die den gleichen embryologischen Ursprung und so sind die Hirnnervenkerne genaue Fortsetzungen des Rückenmarks vor der Horn. Und hier können Sie diese in einer Linie finden. Okay, also das. Ich hätte eine Frage dazu. Ja. Das heißt ja also, dass die Hirnnervenkerne ausschließlich somitomere Derivate innervieren. Diese vier. Okay. Und die Somiten, aber jetzt gehen wir weiter. Okay, und die Somitenderivate werden dann vom Cornu anterior innerviert. Mhm, genau. Okay, gut, danke. Und dann, also wenn wir immer wieder zurückgehen zu dieser Tabelle, hier finden Sie die ventrolaterale Kerngruppe, ventrolateral. Also am Kopf, jetzt lernen wir das in Anatomie detailliert, welche Muskeln und so weiter, aber Sie wissen schon, dass wir andere Muskeln auch haben, nicht nur Augen- und Zungenmuskeln. Und das sind die Kau-, Mimische und so weiter Muskeln, die nicht von Somitomeren, sondern von Schlundbögen kommen. Das war auch eine Frage letztes Semester in Embryo, also das wissen Sie ganz detailliert schon. Die Schlundbögen-Derivate, Schlundbogenmuskeln, diese sind innerviert von Schlundbogennerven. Diese heißen branchiomotorische Kerne, branchiomotorisch. Und diese sind also für den ersten Schlundbogen, Nervus trigeminus, und der Kern heißt Nucleus motorius nervi trigemini. Dann zweite Schlundbogen, Nervus facialis, das haben Sie schon für Embryo gelernt. Was wird innerviert von facialis? Die mimischen Muskeln, das sind Derivate vom zweiten Schlundbogen. Also zurück zu Ihrer Frage. Am Kopf haben wir Schlundbögen-Derivate. Also, und der Kern heißt Nucleus motorius nervi facialis. Und dann vom dritten, vierten und sechsten Schlundbögen kommen die Larynx, Pharynx, Muskeln und das sind innerviert von Glossopharyngeus und Vagus hauptsächlich und ein bisschen Accessorius. Und zum Glück, diese drei sind nicht nur in Foramen jugulare zusammen, in Sulcus parolivaris lateralis zusammen, sondern der Kern ist auch ein Kern und das heißt Nucleus ambiguus. Ambiguus, das ist ein gemeinsamer Kern für diese Muskel. Also, wenn wir wieder zurückgehen, so können Sie die zwei Säule sehen. Okay, also nochmal die dorsomediale Kerngruppe, Augen- und Zungenmuskeln, und die ventrolaterale Kerngruppe für Schlundbogenmuskeln, also Kaumuskeln, mimische Muskeln und Larynx-Pharynx-Muskeln. Und hier könnten Sie auch fragen, muss ich Nucleus motorius dazu sagen? Sie werden sehen sofort, dass Nervus trigeminus, Nervus facialis viele Kerne haben, nicht nur den motorischen Kern. Nervus trochlearis hat nur diesen Kern, also man kann nur Nucleus nervi trochlearis sagen. Oculomotorius hat dieser Kern, aber der andere Kern hat einen anderen Namen. Also für die anderen kann man einfach Nucleus nervi hypoglossi sagen. Aber für Facialis und Trigeminus, um ganz genau zu sein, muss man Nucleus motorius sagen. Und diese bilden auch eine Reihe, eine Linie eigentlich. Und wenn wir zu diesem Bild gehen, das Sie schon ganz am Anfang dieses Semesters gelernt haben, und das macht, damals habe ich mindestens meine Gruppe gesagt, dass sie am Ende das sehen werden, wie schön das ist und das ein System bildet. Und sie werden verstehen, warum diese wirklich eine Linie bilden. Erinnern Sie sich, wo
Hypoglossus und dann Abduzens, Oculomotoris und Trochlearis auskommen. Diese sind also medial, ganz medial. Und hier können Sie diese Linie sehen. Trochlearis kommt von der anderen Seite, also das konnte ich nicht zeigen, aber der Kern würde auch in dieser Linie sein. Ja? Sulcus parolivaris medialis, das ist ganz medial, dorsomediale Kerngruppe. Und dann Abduzens und Oculomotorius. Und mehr lateral sind die Hirnnerven und die Kerne tief. Hier für 9, 10, 11. Ja, Sulcus parolivaris lateralis. Dann 7 facialis und minus. Und so sind die Kerne, sind lateral. Mehr lateral, aber bilden auch eine Linie. Also das ist eigentlich eine Frage in der Prüfung, die motorischen Hirnnervenkerne. Und dann kommt die nächste Gruppe. Das ist wieder nicht so schwer. Die visceromotorischen Kerne, also eigentlich die parasympathischen Kerne, die vegetativen Kerne. Okay, also hier sehen wir diese vier Kerne. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass nur vier Hirnnerven haben parasympathische präganglionäre Phase. Okay, nur vier Hirnnerven. Also hier können Sie das auch sehen, von oben nach unten. Das ist wieder etwas sehr Logisches. Ich bewundere mich immer, wenn jemand Nervus Hypoglossus in Mesenkephalon sagt. Dieses ganze System ist so schön von oben nach unten, also Oculomotorius, Trochlearis, Trigeminus und so weiter. Trigeminus ist eine Ausnahme, weil das einen Kern in allen Teilen hat, aber die anderen bilden ein sehr logisches System. Hypoglossus ist der unterste Kern und der unterste Nerv des Hirnstamms. Also, und so können Sie das von hier sehen. Also, Oculomotorius, Facialis, Glossopharyngeus und Vagus haben einen parasympathischen Kern und diese Kerne haben Namen auch. Okay? Und diese sind eigentlich die Fortsetzungen von den visceromotorischen nicht Kerne, sondern Neurone des Rückenmarks, die ein Kornulaterale bilden im Thorakolumbalbereich, wo die sympathischen Phasen sind. Also jetzt sehen wir diese Kerne einzeln. Also wir beginnen hier mit Nucleus accessorius nervi oculomotorii. Das hat eigentlich zwei Namen, heißt auch Edinger-Westphal-Kern und das benutzen wir eigentlich häufiger. Also wir sagen häufiger Edinger-Westphal-Kern als Nucleus accessorius nervi oculomotori, aber natürlich werden beide akzeptiert. Aber Sie sollten beide lernen, weil beide wirklich benutzt sind. Also der Name zeigt, dass es ein akzessorischer Kern, ein extra Kern zu motorischem Kern ist. Und hier können Sie das finden. Das ist also Edinger-Westphal-Kern hier. Und die präganglionären Phasen dann. Präganglionären Phasen ziehen zum Ganglion ciliare. Das werden wir später lernen, wenn wir das auch machen. Ganglion ciliare. Und dann sind die postganglionären Phasen zur glatten Muskel und Drüsen, wie schon vielmals gesagt. In diesem Fall werden Sphincter pupillae und Musculus ciliaris innerviert. Das lernen wir später genau, wo die sind und was sie machen. Aber schon sollten Sie den Kern und dann das Ganglion lernen. Jetzt, dass wir diesen ganzen Bereich machen, Hals und Kopf mit Muskeln, mit Nerven und so weiter, jetzt werden Sie das detailliert lernen. Und später, ganz am Ende, wenn wir das Auge machen, werden Sie sehen, wo Musculus Sphincter pupillae ist. Aber das ist nicht sehr schwer auszufinden. Das ist für den Pupillenreflex verantwortlich
und Musculus ciliaris ist für den Akkommodationsreflex. Das zum Beispiel ist eine sehr gute Frage beim Leichengang, wo man von 5 Fragen wirklich ein Bild über diesen Student bekommen kann. Nervus oculomotoris, ich zeige das. Was ist das? Zwischen welchen Arterien liegt das? Was sind die Kerne, wo das den Hirnstamm verlässt, wo es interpeduncular ist? Was sind die Kerne? Dann listen Sie die 2 Kerne auf. Und ein parasympathischer Kern und ein motorischer Kern. Wie heißt der parasympathische Kern? Erdinger-Westphal oder Nucleus accessorius nervi oculomotori. Was wird innerviert? Wo ist die Umschaltung? Also so kann man ganz viel nur von einem Nerv über einen Nerv fragen. Also das ist oculomotoris. Dann gehen wir zum nächsten Kern. Das ist für Nervus facialis. Der parasympathische Kern für Nervus facialis heißt Nucleus salivatorius superior. Nucleus salivatorius superior. Und der Name zeigt schon, dass es Drüsen, Speicheldrüsen innerviert, aber nicht nur Speicheldrüse. Sie werden sehen, also von diesem Kern kommen eigentlich 2 Nerven. Und diese heißen Nervus petrosus major und Chorda tympani. Das werden Sie jetzt lernen, dass wir den Kopf detailliert machen. Also petrosus major und Chorda tympani. Und dann haben wir 2 Ganglien, Ganglion pterygopalatinum. Das haben wir schon gelernt, als wir die Fossa pterygopalatina im ersten Semester gelernt haben. Dort befindet sich ein großes Ganglion, relativ großes Ganglion, Ganglion pterygopalatinum. Und das innerviert Auge, Nase und Mundhöhlendrüsen. Also was ist in der Orbita? Die Tränendrüse. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, später auch, dass die Tränendrüse facialis Innervation hat. Also vielmals sind diese eigentlich vermischt von Studenten. Und warum ist das so? Weil diese postganglionären Fasern mit sensiblen Ästen des Trigeminus so transportiert werden. Also die postganglionären Fasern haben keinen Namen. Sie begleiten Trigeminus-Äste, okay? Sie begleiten die Trigeminus-Äste und so sehr häufig sagen die Studenten, wenn wir fragen, ja, was innerviert, wie wird die Tränendrüse innerviert und dann sagen ein Trigeminus-Ast und das ist natürlich richtig, weil die postganglionären Fasern erreichen die Drüse mit den Trigeminus-Fasern, aber sie sollten immer die ursprünglichen Nerven sagen, weil das klinisch auch sehr wichtig ist. Zum Beispiel in facialis Lähmung wird die Tränendrüse auch nicht sekretieren und das zusammen mit der motorischen Lähmung verursacht Austrocknung des Auges. Also das ist klinisch sehr wichtig. Also da jetzt reicht das zu lernen, also Nervus petrosus major, Ganglion pterygopalatinum und die 3 Richtungen und Gruppen von Drüsen. Und Chorda tympani, das haben wir schon auch gelernt, als wir die Zunge gemacht haben und die Speicheldrüsen letztes Semester. Also Chorda tympani erreicht ein Ganglion, Ganglion submandibulare und von dort gehen die postganglionären Fasern zu diesen 2 Drüsen, Glandula submandibularis und sublingualis. Dann nächster Nerv, Nervus glossopharyngeus. Der Kern heißt Nucleus salivatorius inferior. Glossopharyngeus Kerne sind schon in der Medulla, also das ist schon in der Medulla und kommt wieder ein präganglionärer Nerv. Das hat wieder einen Namen, Nervus petrosus minor. Zieht zu einem Ganglion, Ganglion oticum heißt das. Und von dort ziehen die postganglionären Fasern zum Parotis. Also Parotis wird innerviert von Glossopharyngeus. Diese sind wieder sehr häufige Fragen beim Leichengang. Man zeigt eine Drüse, Glandula submandibularis oder Parotis kann man sehr einfach zeigen. Oder auch in Histo kann man das jetzt fragen.
Also vergessen Sie nicht, dass das Rigorosum eine kombinierte Prüfung ist. Also jetzt ist das keine Ausrede, dass ich hatte Anatomie letztes Jahr oder ich habe das noch nicht oder sowas. Oder nächste Woche meine ich, also ich habe noch Anatomie nicht gelernt. Also in Rigorosum muss man alles wissen. Also auch bei Histo kann man die Innervation fragen. Und also Glossopharynx, Petrosus, Minoganglion, Oticon. Und dann letzter Nerv mit parasympathischen Fasern ist der Nervus vagus. Das ist wieder etwas nicht Neues, weil wir das schon letztes Semester in Histologie gelernt haben, hauptsächlich in Histo, mit Plexus myentericus und Plexus submucosus, erinnern Sie sich sicherlich. Und das ist von einem sehr wichtigen Kern, Nucleus dorsalis nervi vagi. Nucleus dorsalis nervi vagi ist der parasympathische Kern des Nervus vagus und ist für die Innervation von vielen, vielen Organen verantwortlich. Alles bis zu Flexura coli sinistra wird innerviert von Nervus vagus. Parasympathisch, ja, parasympathische Innervation für die Eingeweide kommt von Nervus vagus. Und die präganglionären Fasern zum Glück haben keine Namen, einzelne Namen, nur heißen Äste des Nervus vagus. Und die Ganglien sind die intramurale Ganglien. Was bedeutet intramural? In der Wand. Das ist, was das Wort bedeutet. Also diese Ganglien sind die Ganglien, die wir in Plexus myentericus und submucosus gesehen haben. Dort ist die Umschaltung. Und dann die sehr kurzen postganglionaren Fasern innervieren die Eingeweide mit parasympathischen Fasern. Also sehr, sehr wichtig. Also diese Waden, diese vier, das ist wieder eine Frage, die vier parasympathischen Kerne. Und dann am Ende kommt die sensible Gruppe, also die Fortsetzung von Cornu posterius. Und hier ist das ein bisschen einfacher, also nicht so viele neue Kerne kommen. Hier haben wir einen großen Kern, Nucleus tractus solitarius. Die Vestibularis und Cochlearis habe ich das auch hier gemalt, so sie das komplett haben, aber darüber werde ich nicht sprechen. Und die drei Trigeminuskerne. Also hier ein bisschen Übersicht über diese Funktionen, also somatische und viszerale, somatosensible, viszerosensible Funktionen. Und hier somatosensible, ich habe schon, als wir die Bahnen gelernt, habe ich schon gesagt, diese Unterteilung für die drei, in die drei Hauptfunktionen, protopathisch, epikritisch, propriozeptiv, hilft mit den Bahnen und auch sind die Kerne so unterteilt. Also wir haben diese drei großen Kerne, alle für Nervus trigeminus, also in diesem Sinne ist das einfach. Also somatosensible Nerv ist nur der Nervus trigeminus. Das aber hat drei Hauptkerne, protopathisch, epikritisch und propriozeptiv. Und diese sind in verschiedenen Teilen des Hirnstamms. Also sehr einfach, ein in der Medulla, ein im Pons, ein im Mesenkephalon. Okay? So sind die Trigeminuskerne sehr einfach. Die viszerale Sensibilität ist nur ein Kern, okay? Nucleus tractus solitari, ein riesengroßer Kern eigentlich. Das ist für Geschmack und auch für Rachenreflex, Mechanorezeptoren, Osmorezeptoren und so weiter. Also alle viszerale Reflexe und Viszerosensibilität ist in diesem Kern. Und jetzt werde ich darüber jetzt mehr detailliert sprechen. Also viszerosensibel in Physiologie, wenn Sie Physiologie beginnen, Sie werden das immer wieder hören, Nucleus tractus solitari, weil das ein sehr wichtiger Kern ist. Alle sensiblen Informationen von den Eingeweiden erreichen diesen Kern. 70%, ich sollte das eigentlich auf dem Bild schreiben, weil das eine überraschende Zahl ist. 70% von Nervus vagus ist sensibel.
sensible Fasern bilden 70% des Nervus vagus. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sensible Informationen von den von der Wand des Magens oder Darm, Osmorezeptoren, Chemorezeptoren und so weiter bekommen. Und das ist hauptsächlich mit Glossopharyngeus und Vagus, okay? Nucleus tractus solitari. Und plus, hier habe ich immer Geschmack immer wie eine extra Funktion gemacht. Geschmack macht eigentlich diese spezielle Säule. Hier haben wir diese spezielle Säule, etwas, was wir im Rückenmark nicht haben. Und das ist eigentlich Geschmack. Das macht den lateralen Teil von Nucleus tractus solitari und natürlich Hören und Gleichgewicht. Also hier Geschmack, Chorda tympani, das haben wir schon letztes Semester auch gelernt. Chorda tympani für die vorderen zwei Drittel und hintere ein Drittel Glossopharyngeus und ganz hinten ist Vagus. So diese gehen auch zur Nucleus tractus solitari. Das ist speziell viszerosensible Funktion. Und nur dieses Bild zeige ich über die Nuclei vestibularis und cochlearis, weil wir später ganz detailliert das lernen, eine ganze Vorlesung über die Hörbahn und noch eine über das vestibuläre System. Jetzt reicht das, dass wir hier zu wissen, dass wir hier eigentlich zwischen Nucleus tractus solitari und die Trigeminuskerne einen ganz großen Bereich Area vestibularis in der Fossa rhomboide haben, wo wir vier Vestibularis-Kerne und zwei Cochlearis-Kerne haben. Also das sind viele Kerne. Hier Nucleus cochlearis, dorsalis und ventralis und Vestibularis, medialis, lateralis, inferior und superior. Das werden wir später lernen. Und jetzt kommen die drei Trigeminuskerne. Wie schon gesagt, für die drei Hauptfunktionen, protopathisch, epikritisch, propriozeptiv. Und so machen eigentlich Trigeminuskerne eine Säule im ganzen Hirnstamm und Nucleus tractus spinalis erreicht auch das Rückenmark. Also das hier ist kein Zufall, dass ich diesen Kern ein bisschen über das Rücken, ins Rückenmark auch gemalt habe, weil das eigentlich ein bisschen das Rückenmark obere Teil auch erreicht. Deswegen heißt das Nucleus tractus spinalis nervi trigemini, weil das das Rückenmark erreicht. Also diese zeige ich sehr schnell, weil was man hier wirklich lernen soll, ist, welcher ist der protopathische Kern und wo befindet sich das? In der Medulla, protopathisch, heißt Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Und das ist genau wie beim Rückenmark, wir das gelernt haben, Schmerz, Temperatur, grobe Tastempfindung oder Berührung. Und natürlich wissen wir, dass in diesem Bereich wir sehr sensitiv sind. Also das ist ein sehr großer Kern eigentlich. Und interessant, ich habe schon gesagt, das Nervus trigeminis ist der einzige sensible Nerv mit Kernen, eigenen Kernen am Gesicht. Aber diese kommenden Wochen werden wir lernen, dass Nervus vagus, das Nervus facialis auch sensible Äste haben. Aber der Kern ist der Trigeminuskern. Okay? Also zum Beispiel Ramus auricularis nervi vagi endet auch in Trigeminuskern. Und hier haben wir diese somatotopische Anordnung, wie wir das schon gelernt haben. Dann hier in der Mitte haben wir unseren nächsten Kern, Nucleus principalis nervi trigemini, principalis. Das ist im Pons und das ist für die feine Tastempfindung, also epikritische Sensibilität. Und wieder, also Gesichtbereich ist sehr empfindlich, also das ist ein sehr wichtiger Kern. Und wieder auch von den anderen Nerven mit sensiblen Ästen. Und dann ist unser letzter Kern hier, Nucleus mesencephalicus nervi trigemini, ist propriozeptiv.
Und das ist die einzige Ausnahme, wenn wir einen sensiblen Nerv nicht in der Peripherie, in einem sensiblen Ganglion, sondern im Zentrum haben. Aber diese sind auch pseudounipolare Neurone. Also diese sind wie ein im Zentralnervensystem liegendes Ganglion eigentlich. Und das sind diese Nerven bringen propriozeptive Informationen von Trigeminusbereich, hauptsächlich Kaumuskeln, die sehr, sehr feine Kontrolle brauchen, um richtig gut zu kauen und wir das regulieren können. Wir brauchen sehr gute Kontrolle. Und aber wie schon mit den anderen sensiblen Kernen, Augenmuskeln, mimische Muskeln, propriozeptive Phasen enden auch in diesem Kern. Und also war wieder eine Frage, sind somatosensible Kerne des Hirnstamms. Und so haben wir das Thema beendet. Am Ende habe ich noch Bilder für Sie gesammelt. Sie können noch üben und die Bilder angucken. Zum Glück fragen wir das nicht, dass Sie zum Beispiel einen Querschnitt in Medulla, von der Medulla malen können. Aber hier können Sie sehen, vorne die motorischen, hinten, die jetzt mehr lateral sind, sind die sensiblen Kerne. Und dann Medulla Teil, wo wir den vierten Ventrikel haben, dann Pons, Medulla Übergang, dann Pons und am Ende Mesenkephalon. Immer mit Rot sind die motorischen und Blau die sensiblen Kerne. Und dann habe ich noch weitere solche Bilder gesammelt, wo alles zusammengefasst ist. Aber wenn Sie nur die Tabelle lernen, das zusammenfasst eigentlich alles, was für diese drei Fragen wichtig sind. Also danke schön für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wenn Sie noch etwas fragen wollen, dann natürlich bin ich hier und bereit zu beantworten.